Hallo, herzlich willkommen aus San Francisco. Die Schneeräumdienste sind auf jeden Fall schon mal besser als in Seattle. Ja, alles, was ihr hier seht, das hier zum Beispiel, ist kein Schnee. Lecker, Leute, ich hab so Hunger. Komm und gönnt mir Pizza. Komm on, mal kurz gucken. Oh, Salami esse ich nicht. Salami esse ich nicht. Danke, dass du das nicht gegessen hast, hätte mich sonst übergeben. Oh, klingt doch schon mal gut. Das ist Twitch, das Headquarter. You're already one of us. Oh, jetzt schon? Okay, das klingt ja gut. Dann darf ich ja bestimmt auch rein. Hi. Closed, the building is closed, totally closed. Oh, closed. And what about tomorrow? Closed for all the weekend, till next week. All the weekend. And what about Monday? What about Tuesday? I'm telling you, it's closed. What about Wednesday? I just came from Germany just for this moment. It's. Yeah, but they don't allow camera work. No snapping, please. You want to be safe? No snapping. Hello, Twitch. Here I am, Adam Wolf, the greatest streamer of the world. Laut Google Maps haben wir rund um die Uhr offen. Habt ihr verstanden, was er am Ende gesagt hat? If you wanna be safe, stop stalking. Ach stimmt, ja, er hat gesagt, if you wanna be safe. Ich hätte antworten sollen mit, if you wanna be my lover. Ich glaube, das hat ihm auch schon nicht gefallen, dass ich die Hälfte der Wochentage durchgegangen bin, ne? Ja, das entwickelt sich hier wieder zu einem großen Fiasko. Wir gehen da nochmal hin. Da steht Welcome auf der Tür. Ja, yeah, welcome if you're fully vaccinated, ja. Wenn ich jetzt hier so reingucke, gibt das schon ein bisschen Hoffnung. Und zwar glaube ich, dass man da schon einfach mal so reingehen kann. In den darauffolgenden Tagen in San Francisco unternehme ich weitere Versuche, in die Lobby des Twitch-Headquarters zu gelangen. Gehen wir zu den Cable Cars. Hey, die stehen hier für The Art of the Brick, ein Klemmbausteinmuseum. Ich habe Lust, munteres Jaywalking zu betreiben, aber rechts ist ein Polizeiwagen. Das ist auch so diese typisch amerikanischen Wagen, ne? Das ist irgend so ein Modell, was ich aus Horrorfilmen kenne. Oha, Geheimeingang. Oha. Oh, die haben mich im Visier. Dann müssen wir durchs andere Fenster stalken. Ja, war ein Spaß. Oh, I'm live streaming on Twitch. Oh. I try to find the cable car station. They literally stop at all those islands. You know what I was doing? I was actually in like PhD studying. What are you studying? I'm going into IT, so I'm trying to become a programmer. Ah, cool, like me. Oh, you're a programmer? I'm a web developer, yeah. Oh, shit. How long have you been doing it? Oh, since a few years, but okay. I'm very bad at it, so I nice to meet you. Nice meeting you too, man. See you again, probably. Yeah. Enjoy your stay. Thank you. Ich möchte jetzt einmal riechen, was das ist. Einmal den Schnuppertest. Wollt ihr noch fahren? Ah, ihr wollt nicht fahren. Das riecht echt scheiße. Cautious. Smells like shit. War nicht so gut. Ja, die kommen wegen dem Rauch und dann Dings da wahrscheinlich. Guck dir das mal an. Das sieht echt aus wie so ein Wagen aus dem Museum. Hier mit dieser ganzen Apparatur auch in der Mitte. Jetzt wäre ich hier gerade in irgendeinem Karussell. Wir gucken mal kurz, ob das hier eine Luxus-Einkaufspassage ist oder nicht. Ja, ist jetzt irgendwie nicht so, dass sich das abhebt, ne? Ich werde wieder runtergehen, geh mal raus. Boah, falsche Seite. Ja, ist egal. Oh, scheiße, das war anstrengend. Ich kann mir vorstellen, dass derjenige, der diese Rolltreppe bauen wollte, auch erstmal ein paar Firmen anrufen musste. Wie wenn du dann irgendwie so ein Spezialteil suchst und dann die ganzen Läden anrufst und fragst dann, ob die auch runde Rolltreppen haben. Nee, sowas haben wir gar nicht. Ach so, kein Problem. Nächster Anruf, haben Sie runde Rolltreppen? Eine runde Rolltreppen? Nee, das führen wir nicht. Das wird sich auch nicht lohnen, muss ich Ihnen sagen. Ah, ich habe meine Kopfhörer wiedergefunden. Dachte, ich habe dich gehört, aber ich habe Ersatzkopfhörer. Ich habe jetzt die echten wiedergefunden. Leider wurden die Kopfhörer abgeriegelt wegen Corona. So, ab zu den Cable Cars. Das ist halt eines der Hauptdinge, die man machen sollte in San Francisco. Excuse me, is that the line if you didn't book anything? I bought the tickets in the app. Mm-hmm. You download the app and I still bought it. Okay. Erstmal so eine Bahn verschieben. Die App, also funktioniert bei mir nicht. Ich habe Internet. Das ist ja die Sprachbox, da kam gerade die Durchsage durch. Clippercard geht, sagt Oleg. Dann würde ich mich jetzt einstellen. Cablecaster. Ist noch aufgeladen, weil ich mir schon dachte, vielleicht werden wir irgendwas nutzen, wisst ihr? Die sind noch $10 drauf. Und ich habe $3 nur dafür bezahlt, dass ich diese Karte erhalte. Sie ist sehr wertvoll. Schaut.
Ihre Oberfläche glatt wie eine Telefonkarte. Hier kann ich gehen, hier kann ich gehen. Okay, geil. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie weit wir fahren und überhaupt. Und vom ganzen Leben habe ich jetzt eigentlich keinen Plan mehr, aber wir sind drauf. Oh ja. Hallo, Länder des Hier ist es, Chinatown. Zweitgrößte chinesische Enklave in den USA nach New York. Oh Gott, wo wird das? Alter, ich hatte das Gefühl, fast rauszufliegen. Jesus. Gott, Alter, Leute. Man muss sich eigentlich festhalten. Ginger sagt, alter Adam, ich habe echt Angst um dich. Ja, ach, das wird schon. Oh, schöne Welle. Ja, schön übertreiben, ne? Hey! Also die wilde Maus, ja. Klar. Wirklich wie im Freizeitpark, ne? Wo die Gondeln sich jetzt alle so sammeln an der Endstation. Oh, nicht crashen. Okay, sehr gut. Ich glaube, wir müssen raus. Adios, amigos. Hier ist eine Werbung für Europa. Und die Werbung für Europa besteht aus Oliven, schwarzen Oliven. Naja, klar. Cool, wir sind in der Endstation. Hier werden die Sachen gedreht. Hey, ein autonomes Fahrzeug? Ein Waymo. Ich hab dich gesucht, du wurdest im Chat, wurde gefragt. Der ist der Waymo. Waymo. I want to drive with you. Waymo. Oha. There was a Waymo. I never saw a Waymo. Oh, really? Yeah. Can I take a Waymo here? Everywhere! That's a paradise! Waymo! Ich dachte, hier gibt's keine Waymos! Was sind wir jetzt überhaupt? Die Waymo kann noch nicht jeder nutzen. Es gibt ein geschlossenes Testprogramm. Nicht jeder darf es benutzen. Das ist natürlich schade. Wir suchen jetzt ein Mikrofon. Komm! Ja, komm! Da bist du doch! Da komm! Ja, komm! Ja, komm! Hey, how you doing today? Oh, I'm so fine. And you? There you go. Cool, yeah, we're having a good day. It's a Waymo, but not everybody can drive it, right? Yeah. Very fun. Very good, sir. Oh, Redwood City, local. Oh, cool. Yeah. Oh, that's nice. Where are you from? Oh, Germany. Yeah, I'm gonna visit the Pia, and I hope that I'm gonna... Gotta go, man. Oh, yeah, thank you. Bye-bye. One of my favorite bands, Scorpions. Scorpions, okay. I will make advertising for them. Holt ja auch so Segway. Oh, ich glaube, Segway ist wirklich irgendwie eines so dieser Sachen. Ich glaube, deutlicher kannst du nicht zeigen, dass du ein Tourist bist. Und ich weiß nicht genau, ob ich Teil dieser Segway-Community sein möchte. Ich habe Angst, dass ich am Ende eine selbstgemachte Marmelade von denen geschenkt bekomme. Oh, holy, aber damit können wir gerne unterwegs sein hier. Go-Kart-Tours. Just follow my directions and get ready for fun. Mit Sprachbox sogar. Sieht auch halt irgendwie so lustig aus, so einen kleinen Wagen und dann hast du so eine riesige Protzkarre. Schaut, da ist das Schild für Beach. Ich glaube, wir sind dem nahe hier. Kann man schon sagen, wir sind offiziell am Pier? Es sieht schon sehr danach aus. Ach du Scheiße, was ist das denn? Aquamassagespa. This looks very interesting. How do I get in? So is it like for bath clothes? You're fully clothed. You just take off your shoes. Was kostet der Spaß? Ach, das waren so 30, 40 Dollar. Rein da. Die Live-Zuschauer haben mich überzeugt, dass eine Aquamassage unausweichlich ist. I'm live-streaming at the moment on Twitch. Uh-huh. And if that's okay, I would try together with the viewers. So I would just point the camera on myself. Oh yeah, that's fine. What did you say, what is the shortest time I can use? So it starts at 10 minutes to 20 minutes. There's also 15 minutes, but okay. I think it starts at 25. Yeah, 10 minutes is fine. Okay, so you're gonna just keep face down. Alright, here we go. Soft person, then hard? Yeah. Oh, das ist wirklich soft, Leute. Kribbelt es schon am Pensi? Nee, nur oben halt tatsächlich. Also das ist echt, als wenn du so einen Besen oben über jemanden hast. Ich sag, wie es ist, wir brauchen es härter. Das ist schön und gut, es fühlt sich nicht unangenehm an. Okay, you can put it harder. Thank you. Oh, okay. Oh, scheiße. Oh. Auf einmal von Level 20 auf Level 1000. Also wenn es am Rücken ist, ist es
angenehm. Aber ja, jetzt beginnt die wahre Quälerei. Jetzt geht's nämlich wieder unten an die Füße und gleich kitzelt das wieder an den Fußsohlen. Oh, das kitzelt, das ist am Fuß. Oh, it's great, thank you. Cable car. Verlassen. Mach den Arsch. Okay, Leute, wir wechseln mal das Gerät. Viel toller. Alter, die hat den Mähdrescher angemacht. Der Presslufthammer ist gekrümmt. Oh, das Wasser ist viel wärmer. Junge, was hat sie angemacht? Alter, ist das gut? Wird im Chat gefragt. Ich sag mal so, du musst halt ausblenden, wie viel Geld du gerade dafür bezahlst, ne? Und dass er ab und zu mal die Füße kitzelt. Das sind die zwei schlimmsten Aspekte hierbei. Ah, der soll die Füße nicht machen. Genau, komm hoch, Baby. Ja, sei eine brave Maschine. Oh ja, Baby, der Arsch. Das war auf jeden Fall die längsten 4 Minuten meines Lebens. It was very relaxing, yeah. Als weltbekannter Influencer profitiere ich übrigens von einem Bonus. Ich habe insgesamt 20 Minuten bekommen, musste aber nur 10 Minuten bezahlen. Vielleicht aber auch, weil ich gezwungen war, die Maschine zu wechseln. I would pay by card. Komm, da packen wir heimlich noch Trinkgeld rein. Packen wir hier in 20 rein, come on. Isn't that a tip I gave you for you or did you split it in the team? Okay, cool, so that's yours then. Thanks, bye-bye. I'm a new human. I'm totally refreshed. Hello, San Francisco. Ich bin neu geboren. Ah, scheiße. Ja, der ist jetzt wirklich weg, oder? Macht mir nichts aus, ich bin neu geboren. You can find my hardware inside if you want. Hol raus. Scheiße, das ist so fest. Das merke ich. Nee, die haben das verschweißt. Hello, oh, San Gott. Francisco. I need help. I lost my butt plug. Like my earphone. Das ist tatsächlich mehrere Meter tief. Wenn der weiß war, lag der direkt vorne am Rand. Ich glaube, das ist dieser eine weiße Punkt da vorne. Oben am Rand, Adam, nicht unten. Oben am Rand? Vor deinem Fuß jetzt, genau. Vor meinem Fuß jetzt, genau. Ihr wollt, dass ich Müll hier rauswische. Was wollt ihr mir für einen Müll andrehen eigentlich? Ihr seid schlimmer als die Strandverkäufer. So, gehen wir weiter den Pierkunden nach der Massage. Was interessiert mich da? Meine halbe Technik da in so einem Girlie. You got equipment, are you a live streamer? You have wireless setup. And then, like, when you take the photos, it goes into the computer and then it gets uploaded to our cloud. We have wireless setup. Cool, so you photograph for the people who wants to be photographed. Amazing. Warum macht man das, wenn dahinter doch ein viel schöneres Motiv ist? Ich frag nur für einen Freund. Ja, genau, Cybercat schreibt genau das gleiche auf Twitch gerade. Warum ein Greenscreen in einer schönen Umgebung? Hier sind wir, Pier 39. Das ist Hard Rock Café von San Francisco. Nice Banane sagt rein, da wenn nice Banane hier zu diesem Shop sagt, dass wir reingehen sollen, dann müssen wir rein. Die haben die Magnetwand durchgespielt, ne? Das ist einfach nur, ob es passt, Leute. Das ist jetzt keine sexuelle Anspielung, also das will ich nochmal sagen. Frag, wo die Batterien in die Banane kommt. Das mache ich. Das ist eine gute Idee. Can I insert batteries into the banana? You want one more? No. Is it powered, like with energy? No, it doesn't. Ah, okay, so it's not vibrating or something. Okay, I'm gonna buy it. Do you accept points from the Galeria Kaufhof Loyalty Program? I don't think so. All right.
Also ich habe schon vieles gesehen an so einem Grabbelautomaten, aber dass man Cups ziehen kann, das ist ja völlig unattraktiv. Please welcome Aaron Impossible. So ladies and gentlemen, I am going to begin my show by juggling fire. I'm going to end my show by walking a tightrope in a way you've never seen before. It's one, two, three, right. I do it for me, because it feels good. No, wait. Shit. Ah. Balance. Shit. Balance. Right. Here. R. But this trick is still dangerous and difficult every time I do it. One, two, and three. If you want to see an amazing trick, say yeah. Yeah. You are looking at it. One, two. If you're ready for the grand finale, say yeah. Yeah. If you're ready for me to walk the rope, say yeah. Yeah. If you're single and interested, say yeah. Yeah. Awkward, very awkward. Two and three. Saban, don't laugh. You'll understand when you're older. Saban, come here. Give me the knives. Now go stand exactly where you were, right there on the bloodstain. If you like this trick, make some noise. One, two, oh my God. And three, come on. Come on guys, I can't hear you. Oh yeah! You have been a brilliant audience. You made my day a lot better than it would have been without you here today. Thank you. Guckt mal Leute, wir werden jetzt erstmals einen Blick auf die Golden Gate Bridge. So, schön hier den Spanner-Look. Und da ist Alcatraz. Da hängen einfach Tampons. Can I get a higher? Thank you, finally. Dankeschön. Ein gemütlicher Aufenthalt am Pier sollte mit einem Investment in einen Scam-Betrugsautomaten enden. Und tatsächlich, ich werde wieder eiskalt abgezogen. Wie viel Pech kann man haben? Der schluckt nur, der macht nichts. Der ist alle Knöpfe durchgegangen. Deswegen waren vorhin schon Credits drauf, weil der einfach nicht geht. It's not working, is it? Someone must come and get me the money back. But who's, I'm just trying, the lady who's responsible for this one, maybe she just come up with. Oh, okay, thanks. The one machine who is cooking the big Kuscheltiere is not working. Love. Do you know who is helping me? Who can help me? No, no. Hey. Hey. It's not working. Okay, thank you. Sie hat den Scam-Betrug aufgelöst. Okay, wir müssen schnell spielen. So, er ist direkt getroffen. Ach so, der geht beiseite. Du kleine Missgestalt, aber wenigstens das. Ach guck mal, direkt zwei. Können wir jetzt noch 9-mal ziehen? Ja, als ob er nicht jetzt fallen lässt. Ja, so ein Scam-Betrug des Todes. Do we want to try? Yeah, I spend one round. Just try. Ja gut, wenn du den da hin machst, dann ist natürlich... Try another one. Aber tatsächlich, wir haben also wenigstens für 4 Spiele bezahlt mit $10, ne? Die anderen sind halt irgendwie gratis. Ja, der Junge ist ein Spiellauniger, der spielt jetzt die ganze Zeit meine Credits ab. Und dann habe ich auch jemanden, der den Müll da mitnehmen muss. Er probiert es immer weiter. Einen haben wir noch. Achso, du machst ganz was. Oh nee, was habt ihr von Scam? Kein Scam, guck dir das an. Das heißt nicht, so viel ich hat da rausgezogen. It's moving. Out the hell. Finally, on the last credit. Wie wär's mit Danke sagen? Ja, weg, bleib mal hier. Scam-Betrug. Wo ist der Junge? Na, warte, wenn ich dich erwische. Ich erwarte wenigstens ein Dankeschön. Wo bist du denn? Kann auch seine Credits gewesen sein. Ach so. Ja, das stimmt eigentlich. Ich meine, ich hatte ja nur 4 Stück. Du darfst mal eine Runde spielen hin oder her, aber am Ende sollte man sich immer noch darüber austauschen, wem jetzt dieses Eigentum zusteht. Ich bin froh, wenn ich das Teil nicht mit nach Hause nehmen muss. Es ist eines der hässlichsten Sachen, die in diesem Automat zu finden waren. Aber da geht es mir einfach ums Prinzip. War nicht dein Geld hast du ja verspielt. Nein, wer sagt denn, dass du jetzt... Mein Geld kam als letztes, ich habe doch als letztes reingeworfen und jetzt kommst du. Naja, sei ihm am Ende gegönnt. Ich war nur etwas irritiert.
über dieses selbstverständliche Verhalten. Und ich bin so froh, dass wir jetzt im sonnigen San Francisco sind. Macht's gut! Der erste Tag San Francisco endet mit reichlich Scam-Betrug. Klicke, um die Zusammenfassungen weiterer Streams der US-Westküstentour zu sehen.